Liebe Kinder, liebe Familien, heute möchte ich ein Thema einschieben, das mir gestern ganz spontan eingefallen ist. Es ist das Staunen über die kleinen und großen Wunder, die uns im Leben begegnen. Gestern am Sonntag bin ich zu Mittag aufgebrochen, um ein Stück zu wandern. Auf dem Weg war noch teilweise Schnee, aber es war schon fein, dort zu spazieren. Und auf einmal waren im Wald dort unzählige Schneerosen. Zwischen den Buchen im leuchtenden Laub sind sie als erste Boten nach dem Schnee herausgekommen. Ich habe mich auf den Boden gelegt und mir diese wunderbaren Blumen genauer angesehen und versucht, sie zu fotografieren. Ich war tief beeindruckt von dieser Schönheit. Ich habe dann auch ein wenig aufmerksamer den Waldboden betrachtet und dabei einiges entdeckt. Die Früchte von den Buchen zwischen dem Laub, die leuchtend braunen Blätter vor dem grünen Moos, sogar die Gamsgargel, wie man so sagt, der Kot der Gämsen, liegt eingebettet in den Waldboden da wie schöne Ostereier. Da habe ich mir gedacht, ich möchte euch einladen, auch auf Entdeckungsreise zu gehen und schöne, kleine, oft unscheinbare Dinge zu betrachten und vielleicht auch zu fotografieren. Dieses Leberblümchen war die erste Blume, die ich heuer auf dem Weg zum Rumedikirchl in Dauer entdeckt habe. Und diese Veilchen hat mir eine Familie geschickt, auch als erste Frühlingsboten. Ich freue mich, wenn ich heute oder morgen von euch ein paar Bilder bekomme über die kleinen und großen Wunder dieser Welt. Alles Gute, euer Andreas.